So, wir haben jetzt eine Woche rum. Ich war in der Zwischenzeit in Marburg studieren und die beiden Recurve-Enden sind beide einigermaßen trocken jetzt. Zum Vorgehen nochmal, ihr habt gesehen, ich habe den Recurve gebogen. Dann war der Recurve ungefähr ja, 2, 2,5 Stunden, 3 Stunden in der Form, ist völlig ausgekühlt. Dann habe ich die andere Seite gedämpft, auch wieder 2 Stunden oder 2,5 in der Form gelassen, die dann auch rausgenommen und dann an die Wand gestellt, um das Ganze dann trocknen zu lassen. Wichtig ist, denke ich mal, dass man beide Seiten gleich lang drin lässt. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn man den einen 3 Tage drin lässt und den anderen ungefähr 14 Tage. Dann wird man wahrscheinlich merken, dass die eine Seite sich sehr viel besser gebogen hat, dadurch, dass sie halt in der Form getrocknet ist und die andere sich ein bisschen wieder verziehen konnte. Da ich jetzt aber beide gleich behandelt habe, sollte das kein Problem sein. Bevor ich den Bogen in irgendeiner Weise belasten werde, das heißt, es wird noch überhaupt gar nicht gebogen jetzt, werde ich ein kleines Stückchen Horn nehmen und die Tip-Overlays machen und dabei dürft ihr mir in diesem Video zugucken. Gut, um so welche Tip-Overlays zu machen, braucht man gar nicht viel. Das Wichtigste ist eigentlich das Horn, ein paar Feilen, eine Japansäge oder eine normale Säge, eine Metallsäge, mit dem ich immer das Horn säge, weil das Horn würde dann die Japansäge wieder viel zu stumpf machen, das will ich nicht. Und dann einen 5 Minuten Kraftmix, wie das hier Patex nennt. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Das ist einfach nur ein Zwei-Komponenten-Kleber, kostet, was weiß ich, 7 Euro. Und man kommt damit sein halbes Leben hin. Gut, als erstes werde ich hier 2,5 cm anzeichnen. Ist da und dann einen halben Zentimeter runter. Und dann wird das Ganze verbunden. So, nachdem das Ganze angezeichnet ist, wird mit der Japansäge ein gerader Schnitt genau auf dieser Linie gezogen. Da leider der Versuch, das Ganze gerade abzuschneiden, immer so eine Sache ist, muss ich mit der Raspel das Ganze ein bisschen nacharbeiten. Das sollte aber auch gar kein Problem sein. Auf beiden Seiten des Bogens wurde jetzt eine kleine Schräge abgesägt. Und im nächsten Schritt halbiere ich erstmal dieses Stück Horn. Nachdem das Horn jetzt in 2 Teile zerschnitten wurde, muss ich natürlich noch das Horn auf einer Seite komplett plan schleifen. Das wird ein bisschen dauern, aber ihr müsst ja nicht alles davon mitbekommen. So sollte das dann aussehen. Die Klebefläche hier reicht vollkommen aus. Auf dieser Seite auch. Nun folgt ein Schritt, den ich wirklich recht wichtig finde. Und zwar werde ich jetzt die Oberfläche vergrößern. Und dies passiert, indem ich ganz feine Linien da reinziehe. Das Ganze ist deshalb wichtig, weil ich nachher, oder besser gesagt gleich, auf dem Bogen das gleiche machen werde auf der Klebestelle und man dann quasi so eine Art Raster hat und das Ganze klickt dann quasi irgendwie ineinander rein. Das vergrößert die Oberfläche für den Kleber und die Klebung wird auf jeden Fall besser halten. Wie eben schon angedeutet, wird das Ganze jetzt bei dem Bogen auch nochmal gemacht.
Der Bogen wird mal eingespannt. Und auch hier werden ebenfalls diese kleinen Rillen reingesägt. Bevor wir jetzt allerdings dazu übergehen, den Kleber anzurühren und hier vorschnell irgendwelche Sachen machen, gehen wir natürlich hin und entfetten das Ganze. Ein bisschen Aceton ist immer gut. Auch das Horn wird natürlich entfettet. Und ganz wichtig ist, danach nicht mehr mit den Fingern drankommen. Denn so ein bisschen Fett ist überall dabei. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, habe ich hier ein kleines Mikrofon und ich habe jetzt auch ein kleines, feines Diktiergerät hier hinten in der Hosentasche. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Das habe ich mir jetzt vor einigen Tagen gekauft. Extra, damit ich jetzt neue YouTube-Videos und bessere YouTube-Videos machen kann. Denn ich habe natürlich auch selber gemerkt, dass der Ton immer ein bisschen leise war. Ich habe das natürlich versucht, ein bisschen zu regulieren, aber so ganz geklappt hat das nicht. Jetzt werde ich mir ein bisschen mehr Arbeit machen und eine extra Tonspur einarbeiten, und zwar die Tonspur mit diesem Mikrofon hier. Der Rest von der Kamera wird gelöscht, das heißt, ihr hört jetzt auch kein Stereo mehr. Allerdings ist das auch nicht so wichtig, solange man mich, glaube ich, ganz gut versteht. Gut, wie man Kleber anmischt, soll ich euch jetzt nicht unbedingt mehr zeigen müssen. Das solltet ihr auch von alleine irgendwie beherrschen. Ist natürlich wichtig, dass es auf das richtige Verhältnis ankommt. Und was auch noch wichtig ist bei dem Kleber hier, arbeitet schnell. Für so eine ganz kleine Klebung oder eine ganz kleine Menge Klebefläche braucht man gar nicht so viel. Da reicht von dem Kleber hier ein erbsengroßer Fleck von dieser Sorte und von dem Härter auch noch so eine gleiche Menge dazu. Das Ganze schön verrühren. So. Und jetzt natürlich auch nicht dumm sein, denn die kleinere Klebefläche ist die hier. Wenn ihr jetzt den Kleber aufs Holz schmiert, verschenkt ihr quasi die Hälfte des Klebers und da wird gar nichts geklebt. Von daher immer schön auf das Horn. So. Das Ganze kommt hier drauf, ganz leicht andrücken, eine Klebefuge muss vorhanden sein, die dürft ihr nicht wegpressen. Und dann hätten wir das. So viel also zum Nockenkleben. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht so schwer, man muss ein paar Sachen beachten, das ist wie immer der Fall. Und im nächsten Schritt werde ich das jetzt kurz aushärten lassen. Da steht zwar drauf 5 Minuten, aber ich denke mal, eine Stunde ist immer besser, als dann 5 Minuten zu warten. Am Ende versaut man sich's wieder und dann sehen wir uns wieder. Der Bogen lag nun über Nacht hier unten im Keller. Das Ganze ist abgetrocknet. Ich hatte gestern Abend leider keine Zeit mehr, das Ganze fortzuführen und deshalb geht's jetzt weiter. So, nun werde ich dem Horn erstmal eine grobe Form geben. Da nehme ich erstmal eine relativ grobe Feile für. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Ja, inzwischen kann man, ich denke, man kann auch mit der Raspel arbeiten. Das ist eine relativ grobe Raspel, die ist auch relativ scharf. Damit kommt man ein bisschen schneller voran. Man muss allerdings aufpassen, dass man das Horn nicht wirklich zu hart und ruppig bearbeitet, weil ansonsten kann es vielleicht auch wieder abplatzen. Das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Also lieber ohne Druck arbeiten und dann tut sich das Ganze schon eigentlich von alleine. Thank you.
Das, was ich erreichen möchte, ist natürlich, dass das hier ganz sachte ins Holz überläuft, wirklich auf einer Höhe dann auch ist, also quasi diese Linie hier fortführt, und dann hier leicht ansteigt und hier so eine schöne Wölbung ergibt. So, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es langsam ein bisschen kritisch wird. Man darf mit der Raspel keine Riefen hier in den letzten Jahresring reinmachen. Das würde ein bisschen Instabilität bedeuten und die möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Deshalb werde ich gleich umschwenken auf die Fallenseite und dann denke ich mal, dass alles gut gehen wird. So ein bisschen hier an den Seiten abzurunden ist nicht schlimm, aber hier weiter soll das eigentlich nicht gehen. So, das sollte reichen. Der Rest muss dann mit Schmirgelpapier gemacht werden. Gut, und jetzt gehen wir da dran, noch ein bisschen weiter an der Form zu arbeiten. An den Seiten wird auf jeden Fall noch was weggenommen werden hier. Und hier auch mit der Raspel und mit der Feile. Und hinten den Überstand, den lasse ich erstmal, weil ich so eine nach oben geschwungene Nocke erreichen möchte. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Wenn ich es nie schaffe, dann ist das natürlich trotzdem gewollt gewesen, wisst ihr ja. Ist es natürlich noch so ein bisschen kantig. Also die Rundung haben wir jetzt hier in diesem Bereich alle gemacht. Jetzt möchte ich natürlich noch diese Rundung hier fortführen, werde hier so ein bisschen schmaler werden und dann hier am Ende so das Ganze auf dieser Seite bearbeiten, damit ich dann hier eine schöne Nase nach oben bekomme. Ja. So, jetzt wird nochmal alles ein bisschen überarbeitet. Einfach rund machen, was noch nicht rund ist. Hier gibt es also ein paar kleine Ecken, die noch nicht rund sind. Und danach werde ich dann die Sehnenkerben einfeilen. Mit dieser kleinen Rundraspel werde ich jetzt die Sehnenkerbe einfeilen. Die wird ein bisschen schräg gestaltet, also nicht ganz gerade. Das kann man auch machen, aber schräg, finde ich, sieht besser aus. Als erstes so ein bisschen an der Seite anfangen, mit dem Daumen so ein bisschen führen. Ruhig auch mit ins Holz rein, das soll nicht nur das Horn betreffen, damit die Sehne ein bisschen im Bogen verschwindet. So, und jetzt als erstes hier rum, bis man die Hälfte erreicht hat, und dann das gleiche im gleichen Winkel von der anderen Seite auch nochmal anfangen. Es entsteht hier oben immer so eine kleine Kante, die wird jetzt nochmal weggeraspelt oder gefeilt in diesem Fall besser. Gut, und dann ist quasi die Nocke
in diesem Zustand erstmal fertig. Natürlich wird die nachher noch mit Schleifpapier behandelt, aber das solltet ihr auch beherzigen. Macht euch keine Mühe mit dem Aussehen von einzelnen Teilen. Das soll erstmal nur funktional sein. Und wenn der Bogen dann am Ende des Bauprozesses noch lebt, dann könnt ihr darüber nachdenken, das Ganze noch mit Schleifpapier zu behandeln.